Boah, Digga, Fun Fact, wusstet ihr, dass Dinos in Wahrheit wirklich so aussehen? Also mittlerweile geht man davon aus, dass ein T-Rex Federn hatte und deswegen könnte der halt auch so ausgesehen haben, ne? Weil das ist ja ein Vorfahre von einem Huhn und deswegen ist es irgendwie wahrscheinlicher, dass die Dinger keine Schuppen hatten, sondern halt irgendwie so Federn, ja, ne? Schuppen standen doch nie im Raum, oder? Doch, die haben doch Schuppen, so Drachen-Krokodilmäßige Schuppen, ist doch immer so. Was ist das denn Schuppen? Und so werden die immer dargestellt, aber die Leute gehen mittlerweile davon aus, dass die so Federn haben, Alter. Giant Chicken. Und manche Leute gehen sogar davon aus, dass es halt so aussehen könnte, Digga. Dass man halt wirklich... Gönnt euch mal irgendwie ein Skelett von einer Eule oder so. Das ist wirklich auch krass. Skelett, Eule. Eine Eule hat halt einfach ein Skelett, das überhaupt nichts mit einer Eule zu tun hat. Das sieht halt einfach aus wie ein Dino straight. Guck mal. Das ist jetzt wirklich Spekulation, aber es könnte halt sein, dass ein T-Rex einfach ein Riesenhuhn war. Könnte halt einfach sein, dass ein T-Rex ein Riesenhuhn ist, Digga. Da können wir uns später mal ein Video anschauen dazu. Das machen wir auch. Ja. Ja, okay, dann schauen wir uns das mal an, Digga. Eine der faszinierendsten Sternstunden der Evolution überhaupt ist natürlich das Fliegen. Und keiner beherrscht das besser als die Vögel. Hallo, wie geil. Ganz kurze Abschweifung. Was haltet ihr von Papageien? Also, Sophie meinte, sie fände das voll gut, auch so Kanarienvögelmäßig. Aber ich persönlich finde, dass die einfach viel zu laut sind. Die schreien aber die ganze Zeit rum. Ich glaube, die nerven einfach nur. Aber natürlich können nicht alle Vogelarten diese Eigenschaften gleichzeitig entwickelt haben. Irgendwann muss irgendjemand mal damit angefangen haben. Ich war's. Ja. Und so leicht und anmutig es auch aussieht, das Fliegen verbraucht immense Kräfte. Ich weiß nicht, also wenn ich immer rumfliege, ist es eigentlich voll einfach, Digga. Ich weiß nicht, was die wollen. Verstehe ich nicht. Um große Distanzen überwinden zu können, bedurfte es enormer anatomischer und physiologischer Anpassungen. Da habt ihr schon mal gehört. Die anatomischen Anpassungen. Ich sag's euch, die Eule, ja. Nicht einmal Eiswüsten und Ozeane können Vögel stoppen. Ah, geil. Manche verbringen fast ihr ganzes Leben in der Luft. Hä? Warte, stopp. Aber die landen ja schon noch irgendwann, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ihr ganzes Leben? Die werden doch wohl irgendwann landen. Doch zwei Merkmale haben alle gemeinsam. Flügel und Federn. Stark. Die Schwungfedern sind ein aerodynamisches Meisterwerk. Top Federn sind zum Fliegen da. Zumindest glaubte man das lange. Hä? Ja gut, also wie gesagt, ich kaufe gerne ab, dass T-Rexes ja auch Federn hatten, aber jetzt fällt es mir natürlich schwierig zu glauben. Wozu sollten die sonst da gewesen sein, ne? Doch dann tauchten in China plötzlich neue und spektakuläre Funde auf. Viele dieser Arten besaßen offenbar Federn. Aber wozu brauchten diese Saurier Federn? Das ist jetzt spannend. Ich dachte, ach so, ja stimmt, aber wieso hatten die dann Federn? Ja, das ist eine gute Frage. Denn geflogen sind Vertreter wie Epidexipterix nicht. Das beweist ihr Körperbau. Ja. Süß. Was ihn einzigartig macht, ist sein übermäßig verlängerter Mittelfinger. Ja, der kann dir nochmal richtig die Meinung sagen. Frage, Dino, so ein kleiner Dino als Haustier, ja oder nein? So ein ganz kleiner? Der kratzt ja bestimmt die Möbel kaputt. As fuck. So ein Dino in den Käfig zu packen, ist auch wieder so eine Sache. Schwierig. Dann würde er keine Möbel mehr zerkratzen, aber Noch etwas zeichnet Epidexi aus. 4 lange Schwanzfedern. Hatten die kleinen Saurier bereits einen Sinn für Schönheit? Diese Frage lässt sich wohl nicht mehr klären. Schade. Wenn sie jetzt noch da wären, hätte man sie ja fragen können, ne? Blöd. Sciuromimus ist ein urtümlicher Saurier, kein enger Verwandter der Vögel. Und doch trägt er Federn am ganzen Körper. Es ist ein sensationeller Fund und der einzige seiner Art in Deutschland. Sensationell. Forscher gehen mittlerweile davon aus, dass möglicherweise alle Dinosaurier befiedert waren. Das wäre halt so krass, aber ich könnte echt Jurassic Park nicht ernst nehmen, wenn das stimmen würde. Ich meine, guck mal, Digga, sah das damals echt so schlecht aus von den... Digga, die Visual Effects waren auch komplett am Start. Ich will nicht die alten Visual Effects haten, weil die waren eigentlich für die damalige Zeit schon geiler, aber wenn man sich das heute anschaut, dann denkt man sich auch so, eieiei. Aber stell mal vor, diese brutale Fressmaschine hat einfach so ein paar süße Federchen, so ein kleines Küken. Digga, stell dir doch mal so ein Riesenhuhn vor. So ein riesiges Giant Killer Chicken. Digga. Also ich fände das noch viel gruseliger als ein T-Rex. Stell dir mal vor, so ein Riesenhuhn steht vor euch. Eieiei. Ja, moin. Das heißt allerdings nicht, dass T-Rex und Konsorten einst im bunten Federkleid über die Erde zogen. Je weiter die Dinosaurier vom Zweig der Vögel entfernt waren,
Umso eher glichen ihre Urfedern Haaren. Das ist ja noch ekliger. Hä? Federn sind ja wenigstens noch hübsch, aber so ein behaarter Dino? Oder es handelte sich um Schmuckfedern. Wie die Vorgänger der Vögel, der nun fliegen lernten, darüber streiten die Forscher bis heute. Manche Forscher halten nichts von der Gleitflugtheorie. Sie glauben, dass die ersten Flieger vom Boden starteten, Anlauf nahmen und irgendwann abhoben. Hä, wie das denn? Ganz ähnlich wie mehr als... Digga, er hier auch mit seinem Bein, ganz kurz. Geil. Hä, wie sagt er? Ach, mit seinem Bein und... Ah, mit seinem ganzen Körper, aber jau. Ich will jetzt nicht haten, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass einfach so ein Vogel, oder irgend so ein Tier, irgend so ein Urzeitvogel, einfach so losfliegt, so wie das jetzt Menschen gemacht haben, weil also das ist ja schon, man hat sich als Mensch schon Gedanken dabei gemacht, so, ne? Und dann sich quasi die Ausrüstung gebaut und bei den Vogeln hätte sich ja erstmal das entwickeln müssen. Also es hätte ja so sein müssen, dass einfach irgendwann ein Vogel zufälligerweise evolutionär dahin getrieben wurde, dass er fette Flügel hat, was weiß ich schon, ne? Eine Art Evolution wurde experimentiert und verworfen, gelernt und optimiert. Hä? Nee, Digga. Ja, so ein kleiner Cocktailschirm einfach oben drauf. Ja, gut, aber wie soll denn das noch fliegen? Weil ich meine, du... Hä? Wie soll das denn fliegen? Der Mensch trieb die technische Entwicklung zielstrebig voran. Nichts wurde dem Zufall überlassen, anders als in der Natur. Ja, genau. Nach ein paar Jahrzehnten ging es schon ganz passabel. Kann man sich dann auch in so einem Privatchat mal irgendwie hier... Ja, süß. Auch wenn man es auf den ersten Blick... Voll geil. Digga, man sieht einfach, wie dieses Licht durch diesen Schnabel durchgeht. Kaum glaub. Sieht einfach aus, als wären da so Blutadern drin. Das ist ja krass. Oh, Mark. Blutadern vor allem. Wer kennt's nicht? Die Blutadern. Vögel sind die Nachfahren der Dinosaurier. Da ist es. Aber vielleicht hatten T-Rexes also doch keine Federn, sondern Haare. Also ja, so wäre er natürlich hässlich. Dieser T-Rex wäre der hässlichste Mensch der Welt. Ich wäre der hässlichste Mensch. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, seid gerne beim nächsten Stream dabei. Der startet morgen direkt. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.